Hey, ihr Bodygebildeten, haut raus! Willkommen zurück zu The Last of Us 2. So, wir sind mit Ellie gerade im Feindesgebiet, bei den Scars. Wir wollen nämlich zum Aquarium und schauen, ob Owen da ist. Und dann werden wir wohl leider bald alles so zusammenführen können, was hier passiert ist. Also, oh, habe ich dann... Ich habe gar keine Nahkampfwaffe. Sprich also... warte mal, da geht's wohl rüber. Ne, dann mache ich das gleich. Ich gehe erstmal hier hinter. Dann werden wir wohl leider erfahren, was jetzt mit Ellie passiert und mit Dina und mit Tommy, weil... Ja, Jesse haben wir ja schon gesehen leider, was da geschehen ist. Och man, ich fühle mich so schlecht, Leute. Ich fühle mich so schlecht, aber schön, dass ihr dabei seid. Ich habe schon so ein paar Kommentare gelesen. Da will ich jetzt mal nicht drauf eingehen, wie gesagt. Ich habe ja schon was dazu geäußert. Und nein, ich habe es noch nicht durch. Also bitte... Wow, was war das? Also bitte auch die anderen nicht spoilern, Leute, was am Ende passiert oder so. Ich möchte es nicht wissen. Alle anderen auch nicht, die hier zusehen jetzt. Cam, danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Scar-Prophetin. Ich habe dir das noch gar nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht. Warum sie ihren Leuten nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing dann mit dem üblichen Scar-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aha. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt, sogar als man... sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagten, dass sie verrückt ist. Aber ich sag dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Versteh mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind, aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass sie jetzt an einem sicheren Ort... dass man sie jetzt an einen sichereren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig. Sally. Isaac. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Bitte was, sie ist tot? Ich dachte, sie lebt noch, die Anführerin des Gas. Okay, dann... Oh, ein Waffenhalfter. Ein Holster. Also besser ein Gurt. Sehr geil, jetzt haben wir das Gewehr. Das finde ich auch besser als die Pistole übrigens. Dass wir das jetzt doppelt haben. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie tot ist. Ich dachte wirklich, sie lebt noch. Interessante Wendung auf einmal, oder? Ah, die haben beide dieselbe Haltbarkeit, aber ich mag Brecheisen mehr. Das ist so ein bisschen so ein Ding aus Half-Life irgendwo. Warte mal, hier oben geht's dann rüber, ja? Interessant. Wirklich, das finde ich gerade total interessant mit der Prophetin. Und tap. Wowie, wowie. Es wird interessant hier nochmal. Oh. Wo sind die jetzt hin? Die waren eben hier alle. Die Sonne, die blendet aber auch ohne Ende. Flasche, gut. Für den Notfall, wenn ich schmeißen muss.
Mach ihn fertig, komm. Schnell. Weiter geht's. Stirb, stirb, stirb. Sieht aber nicht so aus, als würde sie sie töten, sondern einfach nur bewusstlos würgen. Hast du schon an die Prophetin geschrieben? Hab ich. Schon vor einem Jahr. Verstehe. Verdammt, wie gut können die denn zielen, bitte? Ey, von wo denn? Ich stehe hinter der Mauer, du Penner! Ey, von wegen! Von wegen! Ich stehe hinter der Mauer! Es ist lächerlich. Wie will der mich treffen? Oh, stirb jetzt! Ich stehe hinter der Mauer und er trifft mich von da oben aus seinem Sniper-Nest. Erzähl mir das nicht. Was für ein Scheiß. Da bin ich jetzt echt ein bisschen sauer. Oh. Ich sehe ihn halt nicht mal. Ich weiß nicht, wo er sein soll gerade. Gut. Nix gut. Okay. Wo ist das Schwein? Ich sehe da niemanden. Ganz oben muss er sein, im zweiten Stock.
Okay, es sind mehrere, verdammt. Mist, 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 Mist. Hat sie gerade gepfiffen noch? Nee. Bisschen seltsam, wenn sie gerade gewürgt wird, dass sie doch pfeifen kann. Wow. Ja, ist klar. Stirb jetzt! Oder schlaf von mir aus. Was denn? Was das? Einen Weg durch dieses Gebäude geben. Boah, ich würde gerne wissen, welches Schwein jetzt von oben die ganze Zeit auf mich geballert hat. So ein Humbug. Guck mal. Ich war hinter diesem Mauerstück und er hat mich hier getroffen, als ich hier war. Hier. Von hier aus, wo ich jetzt stehe. Wie willst du das machen, bitte? Boah, regt mich das auf. Aber ist ja alles gut gegangen, soweit für mich. Also, ganz ehrlich, das ist wie das eine Mal, wo ich den einen durch den Baum geschossen habe. Wahrscheinlich hat er mich die ganze Zeit durch die Wand abgeknallt. So ganz frech. Blödmänner. Und Blödfrauen. Na, brauche immer noch Tücher. Für ein Medipack. Habe ich aber keins. Ich werde mich mal in den anderen Stockwerken umsehen. Und drüben vor allem. Owen, bitte sag mir, dass sie dich nicht erwischt haben. Mhm. Nee, nee, also... Ach, eigentlich ist es ja doof, dass man das jetzt nachspielt, weil wir wissen ja eh, was mit Owen passiert ist. Oder was noch mit ihm passieren wird, glaube ich. Oder? Wer weiß, wann das jetzt alles stattfindet, aber es ist wohl nicht lang danach, nachdem Ellie das Ganze im Aquarium gemacht hat. Du hast nix. Du hast nix. Wie gerne hätte ich einen Pfeil und Bogen. Komm ich da hoch? Oh. Darauf habe ich gehofft. Dann kann ich mir das Medipack nämlich sparen, wenn ich so ein bisschen Essen finde. Oha. Ist das ein Diorama? Nee, das ist Warhammer. Das sind Space Marines. Oh, wie geil. Ich bin jetzt nicht der große Experte, was das angeht. Konzentrier dich. Kannst du dir ein andermal holen. Was, sie steht auf sowas? Okay. Nichts. Gar nichts hier. Schade.
Ich dachte, hier gibt es noch ein bisschen mehr Zeug. Gehen wir nochmal da runter. Ah, Klebeband. Oh. Und ein Medipack da unten drin. Sehr schön. Aber guck mal, ich sag ja, sie ist halt auch genau wie Ellie irgendwie. Sie sammelt Münzen, Ellie sammelt diese Spielkarten oder Comics. Ach man, die beiden, die könnten wahrscheinlich sogar Freundinnen sein, wenn man drüber nachdenkt. Aber nein. Stattdessen bekämpfen sie sich und töten sich alle gegenseitig. Finde ich echt schade, Leute. Wirklich. Echt schade. Ist alles so ein bisschen asiatisch angehaucht hier, hä? Da, guck mal, schon wieder so eine Winkelkatze. Also ist wohl so ein bisschen hier... Ja, gibt es sowas wie Chinatown? Oh, noch ein Medipack, geil. Bestimmt, oder? Kann man das so hier sehen, wie Chinatown? Wie gesagt, ich kenne mich in Seattle nicht aus, aber jemand hat mir mal ein Video gepostet in die Kommentare, wo man so die Comparison, also den Vergleich sieht zu dem heutigen Seattle und dem Seattle hier im Spiel. Das ist schon richtig akkurat. Also die ganzen Ecken, die man hier so sieht, die passen, die Straßen passen. Es ist halt nur alles so ein bisschen runtergekommen und eingestürzt. Aber man kann deutlich erkennen, dass das die Vorlage ist. Also die echten Straßen und so weiter sind wirklich die Vorlagen hierfür. Total geil. Total geil. So, Leute, jetzt gehe ich aber. Außer, ne, ich dachte, das wird safe, aber da war ich ja schon. Das ist irgendwie immer so vom Schema dasselbe, ne? Man kommt in ein Gebiet, tötet alles und sammelt dann Sachen und dann geht man. Ganz einfach. Geht's da oben noch weiter? Oder ist auch der Ausgang wahrscheinlich? Gerade mal ganz kurz hier, der hat dann nichts mehr, da ging es auch nicht raus. Hier war leider nichts. Ey, ganz ehrlich, ich würde mir mal so ein... Oh, doch, hier ist noch was, vielleicht. Nein. Ich würde mir vielleicht mal so einen Rechner einpacken oder so ein paar Monitore, die kann man doch bestimmt wieder irgendwie fit machen. Und ganz ehrlich, also man muss jetzt nicht unbedingt was drauf spielen, aber so ein Rechner, um jetzt irgendwie Tabellen anzulegen, Listen zu machen oder Programme... Für irgendwas, ne, wäre schon sehr praktisch. Alarmsysteme kann man auch über Computer laufen lassen und so weiter. Muss ja nicht alles analog sein hier. Oha. Vielleicht komme ich da rein. Ich habe da immer so ein bisschen Bammel. Ich würde hier nicht durchkriechen. Ups. Kein Zurück mehr. Ich find's lustig, wie sie sich alle immer nur den Arm verbinden. Ah, ich mach mir mal einen Schalli, komm. Zack, 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 zack. Aha. Ja, das waren die ganzen Dinger, die wir gesammelt haben, die Texte. Es fehlten hier noch... da fehlen noch einige. Seht ihr das? Das ist wieder überall Seraphistenzeug hier. Also, jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Nur noch? Ich meine, wir sind ja mitten im Seraphistengebiet. Okay. Ich packe das. Nur noch, sagt sie. Als wäre das ein Klacks, auf die Straße jetzt runterzukommen. Also man kann sagen, was man will, aber die sind schon echt begabte Kunstwerke. Kunstwerker, also Maler und... Du Miststück.
Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Wer weiß. Ich meine, wenn sie jetzt tot ist, dann... ist es ja auch im Prinzip egal. Also ihr ist es wohl egal. Was ist das hier? War klar, direkt in ein Ska-Lager gerannt. Yep. Ich sage, das ist alles sehr urtümlich hier. Guck mal, mit Fellen und so weiter, die Lager ausgekleidet. Man sollte nichts rumliegen lassen. Nee, Munition sowieso nicht. Und es ist ganz schön urig hier. Also ich mag, guck mal, mit den Grillen. Also die Grills. Die Grills. Käbel. Wenn es bei den Seraphisten, oder wenn bei den Seraphisten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel. Reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und all meine Erwartungen übertroffen. Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initiationsritus nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wangen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Aha, also deswegen die Narben. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens führen. Mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich. Dein Vater Ezra. Wie nett. Auf echt schräge Art. Ja. Also die Narben sind immer so Methode. Oh, Schaden. Schaden von der Flinte. Stärkere Schüsse, 30%. Das ist auf jeden Fall gut, weil... wir machen sehr wenig Schaden bei den Typen. Mit der Flinte. Oh. Sie hat jetzt einfach so ein paar Löcher reingehauen und das reicht. Okay. Oh, haben wir doch einen Schuss bekommen für die Knarre. Gut. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Schade, dass es keine Magnum mehr gab, oder? Überall so Windspiele hingehängt. Wie gesagt, also ich finde, die können echt gut malen. Oder auch das in den Beton, was da reingemeißelt wurde, das war auch richtig gut. Weh. Ich warte ja nur drauf, dass wir wieder irgendwo reinrennen. Wow. Oh Gott. Wird es freuen, so nah beim Märtyrertor zu sein. Verdammt. Dieser Ort ist drauf. Weiter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Hier ist ein Ur- Hey. Verschwinde da! Das war nicht so gut. Keine Spur von ihr. Durchsucht die Ruinen. Sie versteckt sich irgendwo. Ruhig jetzt. Ist besser.
Oh, schlag ihn doch. Sie rennt. Au. Ihr Mistkerle. Au. Was? Nein! Ich bin so kacke, aber die Waffe schwankt doch echt. Die Waffe war auch echt am Schwanken gerade. Ey, ihr seid doch... Das war's. Es ist immer so brutal mit ihr, meine Fresse. Einfach nur alles kaputt hauen. Aber ich habe halt auch keinen Bogen oder großartig was, was leise ist, bis auf den Schalldämpfer. Und die Scars, die ist halt echt einfach nur Masse. Statt Klasse. Na gut, Leute, ich mache hier mal Schluss. Das war's für den Part. Danke fürs Zusehen, es wäre mir eine Freude, wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid. Und vielleicht das Video bewertet noch und kommentiert. Wir sehen uns wieder zu The Last of Us 2. Bis dann, tschüss.